Für einiges an Wirbel sorgt weiterhin das Treffen von Bundeskanzler Karl Nehammer mit dem russischen Machthaber, mit dem Kriegsherrn Wladimir Putin. Das Gespräch selbst, das skizziere ich jetzt kurz, 75 Minuten soll es ungefähr gedauert haben. Begonnen hat es wie immer natürlich mit einer Begrüßung, die auf Deutsch war von beiden Seiten. Zum formellen, zum wichtigen Teil wurde aber dann simultan übersetzt. Putin hat nämlich gemeint, laut Nehammer, dass er möglichst präzise und auch richtig verstanden werden will. Die zwei Hauptaussagen von Putin, die getroffen wurden, die sind zum einen, dass die Sanktionen Russland stark zusetzen, wie zum Beispiel auch ein Blick auf die Moskauer Börse beweist, aber dennoch wird dieser Krieg nicht enden, zumindest nicht so schnell. Und das ist dann auch ein weiteres spannendes Zitat, und zwar ganz am Ende hat Wladimir Putin gesagt, der Krieg soll enden, und zwar besser früher als später, denn Nehammer hat ihm zuvor mitgeteilt, dass der Krieg eben unbedingt aufhören sollte. Dieses besser früher als später, das hat für einiges an Wirbel gesorgt und könnte auch so interpretiert werden, dass es weitere Offensiven geben wird gegen die Ukraine. Und das hat ja auch zum Beispiel die aktuelle Lage in Mariupol bewiesen in der Ukraine. Weiteres, letztes spannendes Zitat von Putin: Die Gasversorgung, die soll für Europa auf jeden Fall die letzten und auch die nächsten Wochen und Monate sichergestellt bleiben, so Nehammer. Das wäre natürlich ganz wichtig für Europa, wie man das allerdings bewertet und ob man das glaubt, das ist auf einem völlig anderen Blatt Papier. Noch ein letztes Wort zur Kritik, die Karl Nehammer erhalten hat. Zum Beispiel Peter Pilz hat ja auch gemeint, dass die Cobra-Affäre der Auslöser war, dass Nehammer überhaupt zu Putin gereist ist. Nehammer selbst verteidigt sich so: Es ist wichtig, sowohl mit Zelensky, mit dem ukrainischen Präsidenten zu sprechen, als auch eben mit dem russischen Präsidenten, mit Wladimir Putin. Außerdem ist der politische Gewinn, den er dadurch erzielen kann, um einiges geringer als das Risiko, das er mit dieser Reise, mit dieser Initiative auf sich genommen hat.